Hallo zusammen. Ein Abonnent aus den USA hat uns darum gebeten, nochmal einen kleinen Spaziergang durch die Friedberger Innenstadt zu machen. Und diesen Videowunsch werden wir heute erfüllen. Unser Video beginnt unten auf der Seewiese und wir gehen jetzt in die Innenstadt rein. Viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, abonniert den Kanal. Lasst mal ein Like da, damit unsere Reichweite sich ein wenig erhöht. Je mehr Likes, desto eher empfiehlt der YouTube-Algorithmus das Video. Könnt es mehr sehen. Ja, wie gesagt, kommentiert ein bisschen was, wenn ihr Lust und Laune habt. Entschuldigt meine Verquatsche und abonniert den Kanal. Naja, gehen wir mal los. Es geht jetzt ein bisschen bergauf. Also nicht wundern, wenn ich pruste wie ein Stier. Ist doch recht steil. Puh. Kaktus. Vielleicht kennen das noch einige. Wir sind jetzt hier in der Neutorgasse und gehen hoch zur Kaiserstraße. Sofern ich unterwegs nicht einen Herzanfall erleide, ist nämlich recht steil. Vor uns haben wir das ehemalige Kaufhaus Jo, wird abgerissen, wird neu gebaut, kommen Wohnhäuser drauf. Dazu findet ihr auch ein Video auf meinem Kanal, guckt einfach mal rein. Ja, wir sind auf der Kaiserstraße in Richtung Burg. Andere Seite nehmen wir später mit. So, also ein paar schmale Gästchen, die kennt ihr bestimmt auch noch. Vieles hat sich verändert. Viele neue Geschäfte. Wir kommen jetzt an die Dunkel.
Lauter nette Leute hier, wie man sieht. Vorne kommt jetzt das ehemalige Brauhaus. Da ist jetzt ein koreanisches Restaurant drin. Heute ist sehr warm hier. Wir haben etwa 25 Grad. Ich komme böse ins Schwitzen beim Laufen. Vor uns kommt jetzt gleich die Burg. Dauert noch einen kleinen Moment. Da gehen wir dann auf die andere Straßenseite rüber. Und dann gucken wir mal weiter, was wir machen. Vielleicht eventuell mal das Fünffingereck durch nochmal. Da hatten wir zwar auch schon ein Video gemacht, aber wir gehen einfach nochmal durch. Schauen wir mal, wie wir durch Friedberg laufen, damit ich euch so viel wie möglich zeigen kann. Wird dann halt ein etwas längeres Video. Aber ich denke, das wird euch Spaß machen. Ja, vor uns die Burg. Und da gucken wir dann mal, dass wir über die Straße kommen, ohne dass uns einer über den Haufen fährt. Wir gehen dann erstmal unten lang in den unteren Teil von Friedberg. Und auf dem Rückweg gehen wir dann nochmal über die Kaiserstraße. Ein wunderschönes Wetter heute. Die ganzen Tage über geregnet bei uns. Ist endlich wieder mal warm, der Sommer kommt zurück. Ich versuche jetzt mal mein Glück, ohne dass mich einer über den Haufen fährt. Und habe es sogar tatsächlich geschafft. Uns kommt jetzt gleich das ehemalige Paprika. Das nennt sich jetzt die Bierakademie. Und da gehen wir jetzt auch mal nicht rein, sondern wir gehen einfach mal runter ins Fünffingereck. Ja, das war das ehemalige Paprika. Hier schauen wir uns nachher nochmal um. Wir gehen jetzt erstmal in das Fünffingereck. Das hier war, da wurde schon mal danach gefragt, das war früher mal ein Spielplatz gewesen. Und ist heute eine jüdische Gedenkstätte. Gut, laufen wir weiter ins Fünffingereck rein. Vor uns kommt jetzt wieder die Martini-Klause.
Ja, da haben wir die Martini-Klause. Jetzt gehen wir mal runter zu's. Nicht hier lang, sondern hier lang gehen wir mal. Ganzes Stück mal runter, kommen nachher dann hier wieder hoch. So, dann gehen wir wieder nach oben. Jetzt gehen wir mal in die kleine Klostergasse rein. Es ist ein wenig windig, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich versuche dem Wind ein bisschen aus dem Weg zu gehen, irgendwie hinkriegen wir schon. So, dann gehen wir mal hoch zu's und gehen noch mal in das Fünffingereck rein. Links haben wir jetzt die kleine Köhlergasse. Und wieder links haben wir jetzt die große Köhlergasse. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erst nochmal ins Fünffingereck rein. Da gehen wir mal einfach mal durch die Augustinergasse.
So, und vor uns haben wir dann wieder das Fünffingereck. Da gehen wir jetzt nochmal durch. Das kleine Gästchen, ich würde ja eigentlich durchgehen, aber das geht leider nicht, denn ich habe mein Fahrrad dabei und dann wird das doch zu eng. Also laufen wir hier mal weiter. Entweder dauert es noch länger oder kriegst du gleich her. Ja, da unten die Ecke und den Kirchplatz und alles schauen wir uns nachher mal an. Wir gehen jetzt erstmal auf die Kaiserstraße. Drüben haben wir das Zentralstudio. Und jetzt gehen wir auf die Kaiserstraße rüber.
das berühmt-berüchtigte Klohäuschen von Friedberg. Wie gesagt, das ehemalige Kaufhaus, davon habe ich ein Video für euch gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Ich war drin, ihr könnt euch das gerne angucken. Hier kommen wir später durch. Wir gehen jetzt einfach mal bei Rot. Das Gebäude hier war mal die ehemalige Sparkasse, da ist jetzt der Wetteraukreis drin, die Kreisverwaltung. So, wir gehen jetzt aber mal die andere Seite lang.
Jetzt biegen wir ab in die Leonhardstraße. Finanzamt. Vor uns jetzt ein kleiner Park. Da gehen wir jetzt mal rein. Und da hinten seht ihr dann auch das ehemalige Glashaus. Der Saarstraße. Eine fahrende Diskothek. So, jetzt gehen wir hier mal runter.
Ja, das war jetzt der Edelspfad, wo wir drin waren, durchgelaufen sind. Sonne brennt böse runter. Jetzt mal ein wenig in den Schatten, wenn es euch nichts ausmacht. Ja, und jetzt gehen wir mal durch den kleinen Park hier. Ich denke, ihr wisst, wo wir sind. Das muss ich nicht erklären. Die haben auch nur 15.000. Sorry. So, und jetzt gehen wir mal in die Bismarckstraße. Ah, da ist grün, da können wir direkt rüber gehen. Das ist doch schön. Ein Teil der Bismarckstraße. Ganz meiner Meinung.
Leute, ist das warm. So, jetzt kommen wir erstmal in die Hackstraße. Gegenüber haben wir das Wetteraumuseum. Gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Da kommt jetzt dieser kleine Platz. Den kennt ihr bestimmt auch noch. Hoffentlich kriegen wir da jetzt keinen Ärger von den ganzen Alkoholikern, die sich da täglich aufhalten. Aber das soll uns egal sein. Wir nehmen den Platz mit auf. Ja, überall Ladesäulen für Elektroautos. Da vorne, wo jetzt dieser ganze Gebüschkram steht, das war früher mal ein Brunnen gewesen. Den haben die aber weggemacht, weil damit nur Schindluder getrieben wurde. Und ja, es ist halt eben bewachsen. So, jetzt gehen wir rüber zur Kirche, da könnt ihr da auch nochmal schauen. Was geht mit dir? Ja, irgendwelche dumme Kommentare müssen immer kommen. Wir gehen jetzt mal zur Kirche rüber. Sehr viel sieht man davon nicht. Ich komme nicht so hoch. Ich versuch's mal. Kirchplatz. Thank you.
Ich habe da noch mal ein Modell von der Kirche. So, dann gehen wir mal weiter. Mein Fahrrad mal durchzwängen. Da haben wir jetzt das ehemalige Kaufhaus. Wie gesagt, das wird abgerissen. Da entstehen neue Geschäfte, Wohnhäuser. Da drüben haben wir den Norma. Und jetzt gehen wir schon wieder. Gimbel dreht sich weg. Na gut. Jetzt gehen wir schon wieder auf die Kaiserstraße rauf. Wir bleiben jetzt mal auf der Seite hier, die hatten wir vorhin nämlich nicht drauf, wir waren auf der anderen Seite. Hier ist jetzt der sogenannte Elvis Presley Platz. Früher war das mal eine Straße. Hier waren ein paar Parkplätze. Da, wo jetzt die Brunnen sind und die Kinder spielen. Oh, jetzt müssen wir wohl warten. Gut, dann warten wir mal. Obwohl, wir gehen auch einfach rüber. Das Warten macht sowieso keinen Sinn. Das dauert viel zu lange. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich mal an den zwei Herren vorbeikomme. Ja, dankeschön. Ja. Bester Streamer, alle Folgen liken, teilen. Dankeschön. So, wir sind jetzt hier drüben, auf der anderen Seite Kaiserstraße.
Und da laufen wir jetzt mal bis zur Burg runter. Hier haben wir ein bisschen was zur Entspannung. Dann kann man sich ein bisschen in den Sand setzen. Das Wetter genießen. Hier geht es wieder runter ins Fingereck. Das Ganze nochmal mit den Sitzplätzen. Ja, wir haben Nachmittag. So, wir müssen jetzt mal die Straßenseite wechseln. Vor uns haben wir die Burg wieder, aber davon haben wir auch genug Videos, die könnt ihr euch gerne anschauen. Da muss ich jetzt nicht hin. So, gehen wir mal rüber. Ich hab das nicht so. Ach. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe da eine Idee. Wir gehen mal so ein kleines bisschen in die Vorstadt zum Garten. Vielleicht kennen das ja auch noch einige von euch. Gucken wir einfach mal.
Ich glaube, das Haus mit den Steinmauern, die man jetzt sieht, sollten einige von euch gut kennen. Muss man nicht viel dazu sagen. Ticketshop ist da drin. Gut, dann laufen wir jetzt mal weiter. Laufen wir mal die Vorstadt zum Garten runter. Ich laufe nicht durch die ganze Vorstadt, einfach hier jetzt mal durch. Einfach mal der Straße nach. Ein Stückchen Burg noch. Ja, in letzter Zeit wollen die alle irgendwie auf YouTube. Naja, dann gönnen wir denen doch ihren Spaß. Hier gibt es eine Ecke, die werden einige von euch auch kennen. Ich gehe mal da runter, das hat einen Grund. Hier unten lebte oder wohnte vor langer Zeit mal jemand, den ich gut kannte. Aber diese Gebäude sind alle abgerissen. Dann machen wir uns weiter. Zurück auf den normalen Weg. So, und jetzt geht's erstmal weiter. Hier unten wurde auch neu gebaut. Hier drüben stand mal der Auto Philippi. Da sind jetzt auch Wohnungen drauf.
Ja, ich denke, den Tunnel kennt ihr bestimmt auch noch. Geht's zum kühlen Grund? Da gehen wir jetzt auch mal hin. Und da drüben haben wir die Colorado Ranch. Und vor uns kommt jetzt eine Gaststätte. Kennt ihr bestimmt auch noch. Müssen wir über diese Brücke drüber erstmal. Und dann sind wir auch schon Richtung kühler Grund unterwegs. Das nennt sich jetzt also der Usatal-Radweg. Das ist jetzt auch sozusagen mein Weg nach Hause. Die nächste Bank gehört erstmal mir. Ich muss mal einen kleinen Schluck trinken, mal eine Zigarette rauchen, ein bisschen ausruhen und dann geht's zurück nach Bad Nauheim. Hier haben wir jetzt einen Sportplatz in Friedberg. Ups, wir müssen Platz machen, sonst wären wir umgefahren. Ja, der Sportplatz, Sportfeld. Ja, jetzt suchen wir erstmal eine Bank und ich glaube, ich sehe da vorne schon eine. Aber wir können noch ein kleines Stück weitergehen. Komm, das bisschen machen wir jetzt noch. Das kleine Stück nehmen wir jetzt noch mit. Ich werde zwar nicht bis nach Bad Nauheim laufen, das wäre nicht so schön bei dem Wetter, dann ist es wirklich sehr warm. Aber ein kleines Stück nehmen wir noch mit. Dann setzen wir uns halt erst bei der nächsten Bank. Das ist jetzt schon der Weg nach Bad Nauheim. Hier sind viele Fahrradfahrer unterwegs. Ich nachher auch. Das ist der kürzeste Weg nach Bad Nauheim rüber. Ich irgendwo ein schattiges Plätzchen finde. Puh, ist das warm. Das ist mir gar nicht so gewöhnt mehr. Es war die ganze Zeit so kalt gewesen, die Tage. Nur Regen und jetzt knallt die Sonne wieder volles Programm runter. Aber ich sag mal, besser schönes warmes Wetter als ständig kalt und Regen. Das ist doch auch nichts. Thank you.
und auf dem Usatalweg in Richtung Bad Nauheim endet dieses Video jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal. Und schreibt gerne in die Kommentare. Ja, und das war's dann auch. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut und bis dann.